Hallo und herzlich willkommen bei www.derselbermacherblog.de. Heute geht es mir ums Wachs. Wie macht ihr eigentlich euer Wachs, beziehungsweise wie schmelzt ihr euer Wachs ein? Jeder Imker hat ja Wachs über, irgendwie entweder aus geschnittenen Waben, aus Wachsresten, die irgendwo abgekratzt wurden, oder so wie ich heute hier eine schöne Portion Deckelwachs von der Honigschleuder-Aktion letztes Wochenende. Und ich habe hier so ein paar Wachsreste, die ich mal zusammengeknüttelt habe. Ich habe auch noch eine Wachsplatte von der letzten Wachsschmelzaktion, die ruhig noch mal mitgeschmolzen werden kann, weil jedes Mal, wenn man es schmilzt, dann kann man die Rückstände, die sich hier auf der Rückseite absetzen, noch mal wieder besser abscheiden. So sollte das hinterher aussehen. Das ist auch das Ergebnis von dem, was ich heute mache. Ich habe eine Art Dampfwachsschmelzer, aber das habe ich ursprünglich mal gekauft als Dampfentsafter. Das ist so ein Gerät hier, so ein dreiteiliger Topf. Unten kommt Wasser rein, dann ist das Teil, wo sich das hinterher sammelt. Und schlussendlich kommt dann dieses, sieht schon etwas verranzt aus, ich weiß, aber das ist nun mal der Wachs. Ja, das ist hier noch so ein bisschen dreckig vom letzten Mal, wo ich Drohnenwaben eingeschmolzen habe. Aber gut, das ist so. Das ganze Ding hat 30 Euro gekostet und das ist jetzt speziell für meinen Wachs. So, als erstes kommt jetzt unten Wasser rein. Ich habe da schon mal Wasser gekocht. Das kommt dann schon mal rein, dann geht es ein bisschen schneller. Ja, so ein Liter reicht mir heute. So viel Wachs ist es ja heute nicht. Auf die Platte und dann erstmal volle Möhre Strom dazu. So, dann das hier drauf. Und hier kommt jetzt der Wachs rein. Also hier Wachsreste, Wachsplatte und jetzt der Deckelwachs. Mal gucken, ob wir das da unfallfrei reinkriegen. Möchte möglichst nichts verschwenden. So, jetzt ist der ganze Wachs da drin. Ich gucke gleich nur, ob ich noch irgendwo Wachsreste rumfliegen habe, die auch noch da reinkommen mit dieser Toure. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Wenn ich ihn denn finde. Da ist er ja. Deckel drauf. Aber bis das schmilzt, das dauert eine Weile. Hier habe ich eine Schüssel, da ist so ein ganz klein bisschen Wasser schon unten drin. Und die werde ich hier gleich dann dazu klemmen. Passt von der Höhe nicht so ganz hundertprozentig, aber es funktioniert trotzdem. So, jetzt könnt ihr mal dem Wachs beim Schmelzen zugucken. Da läuft das schöne Wachs jetzt raus. Kurz nochmal hier in den Topf gucken, wie es aussieht. Oh, ist fast ganz weg schon. Ein paar Reste schwimmen da, sind da noch drin rum hier. Der Wachs, den ich heute nicht aus dem Topf rauskriege, der dann am Boden kleben bleibt, der kommt dann halt beim nächsten Mal mit raus. Ist auch nicht schlimm. So. Das wird es wahrscheinlich gleich schon gewesen sein.
Topf ist aus. Der Topf darf jetzt noch eben abkühlen. Dann kann ich ihn nach draußen bringen, kann die letzten Reste hier noch rauskratzen aus dem Topf, kommt dann auf den Kompost. Und wenn das erkaltet ist, da kommt da genauso eine schöne Wachsplatte bei raus, wie die, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Dauert jetzt ein paar Stunden, bis sie so richtig durcherkaltet ist. Und dann ist sie fertig. Und dann wartet sie darauf, dass da noch ein paar Platten dazukommen. Und irgendwann kann man sie dann abgeben, um wieder Mittelwände draus machen zu lassen. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr erstens den Kanal abonnieren. Dürft mir zweitens ein Gefällt mir geben und wenn ihr wollt, dann schaut einfach noch mal rein. Ich habe nämlich da noch ein paar andere Videos. Und falls ihr Fragen habt oder Lob oder Kritik, dann gibt es da unten die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich über jeden Kommentar und dann schreibe ich euch auch zurück. Bis zum nächsten Mal bei www.derselbermacherblog.de. Ciao!